Guten Abend zusammen, guten Abend hier auf meinem Kanal. Liebe Abonnenten, liebe Besucher, liebe Tarotliebhaber, willkommen zu dieser Legung. Ja, für dich, lieber Löwe, für den Monat November. Wir schauen hier auf die Liebe, auf dich und deinen Herzmenschen. Ich schaue mir hier gleich eure Energien an, die Gedanken, Gefühle, die Blockaden und was du als nächstes erwarten darfst und was die Karten dir in deiner aktuellen Situation raten, was du tun kannst oder auch eben nicht. Wie bei jeder Legung hier auf meinem Kanal, beachte bitte, es handelt sich um eine allgemeine Kartenlegung. Was nicht passt, wird dir auch bitte nicht passend gemacht, wenn du dich als Löwe im Sonnenzeichen hier nicht wiederfindest. Schau bitte sehr gerne in den Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen nach. Die Energien passen dort üblicherweise auch sehr gut und vielleicht findest du dort den nötigen Input für dich. Vergesst bitte auch nicht, mein Video zu liken, zu kommentieren, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist euer Energieausgleich für mich und ihr helft mir damit beim Wachsen. Ich danke auch sehr dafür, für eure Unterstützung. Und ich biete aktuell wieder private Legungen an. Alle Infos hierzu findest du unterhalb des Videos in meiner Infobox. Genau, habe auch eine Preisliste angefügt und eine Liste mit dem, was ich alles anbiete, dass ihr mal ein wenig stöbern könnt. Wir starten mit der Legung. Okay. Ich lege erstmal aus. Ich werde sicherlich die eine oder andere Karte hier gleich noch vertiefen. Ich lasse das Deck hier mal liegen. Das werden wir noch brauchen. Ich räume hier mal ein bisschen auf, mache ein bisschen Platz. Okay. Okay, ihr Lieben, wir starten. Ich bin gespannt. Wir starten mit deiner aktuellen Energie, mein lieber Löwe, und mit der Energie, wow, deines Gegenübers. Du machst dir hier aktuell, also deine Energie ist Ausgleich. Etwas ins Gleichgewicht bringen, etwas wieder in den Fluss zu bringen, was vielleicht vorher nicht fließen konnte. Für dich wieder eine gesunde Mischung aus allem herzustellen, was vielleicht vorher ungesund war. Deine innere Mitte wiederfinden kommt mir rein. Vielleicht warst du ein Stück weit verloren in dir selber oder auch in dieser Verbindung. Dein Gegenüber ist sehr verliebt in dich. Hat dich hier sehr im Fokus, hat eure Verbindung, eure Liebe, eure Partnerschaft als Hauptenergie. Das ist etwas, was dieser Mensch momentan mit sich herumträgt. Wir schauen auch mal weiter in die Gedanken. Deine Gedanken
und seine Gedanken. Okay. Ja, weißt du, bei dir passt der Magier wundervoll zur Mäßigkeit. Das ist so, du bist, glaube ich, mit allen Mitteln dabei, für dich gut selber zu sorgen. Du investierst in dich, in die Verbindung, um einfach alles so wieder in dieses Gleichgewicht zu rücken. In dieses Maß zu rücken, dass du dich wieder wohlfühlst. Mir kommt ganz stark rein, dass du irgendwie so ein bisschen die Erdung in dieser Partnerschaft oder auch die Erdung zu dir selber verloren hast, so dass da so ein bisschen diese Anbindung gefehlt hat und dass du das aktuell wiederherstellen möchtest. Ich hätte aber gerne noch auf den Magier eine Karte. Und noch eine brauche ich. Ja, du hast dich selbst so ein Stück weit verloren. Und ich glaube, du findest gerade wieder so in deine Lebensphase rein oder Lebensfreude rein. Du kommst wieder so zu dir. Und das ist auch das, was ich hier vorne gerade sehr stark reinbekommen habe. Es geht noch nicht mal um diese Mäßigkeit in dieser Verbindung. Natürlich ein Stück weit auch, aber in erster Linie geht es hier bei dir um dieses Gleichgewicht in dir wieder glücklich zu sein und in dir dein Feuer wiederzufinden, deine Leidenschaft wiederzufinden, deine Verbindung, dich selbst wieder zu fühlen, damit du auch in dieser Partnerschaft wieder ankommen kannst. Und das nehme ich hier bei dir sehr stark wahr. Nun hat dein Gegenüber ja die Partnerschaft, die Liebe im Fokus und ist trotzdem irgendwie am Abwägen und am Überlegen, weil dieser Mensch hat einem Anschein nach die Möglichkeit zu wählen zwischen dir und, ich weiß es nicht. Ach, okay. Wisst ihr, was mir hier reinkommt? Man überlegt hier, ich glaube, ihr habt euch voneinander entfernt. Und ich glaube, dieser Mensch ist aus deinem Leben gegangen. Der hat dich zurückgelassen. Das kommt mir hier ganz stark rein. Der hat dich zurückgelassen, obwohl Liebe da war, obwohl Leidenschaft da war, obwohl man sich nach dir gesehnt hat. Es gab irgendeinen Grund, warum man sich von dir abgewandt hat und ein anderes Ziel verfolgt hat. Das kommt mir ganz stark rein. Dieser Mensch hat dir den Rücken zugewandt, einfach um ein anderes Ziel zu verfolgen. Und auch hier mit den Sechs der Münzen nehme ich wahr, dass hier seine Gedanken darum kreisen, wieder Kontakt zu dir aufzunehmen, in den Austausch mit dir zu gehen, die Situation zu klären. Mir kommt ja auch sehr stark rein, dass du dich energetisch von diesem Menschen distanziert und entfernt hast. Das ist ja oft so, dass nach einer Phase der Trennung, sag ich mal, ist man sehr traurig, man hängt energetisch noch sehr an diesem Menschen, man trauert, man denkt jeden Tag gefühlt 1 Million Mal an den anderen. Man schaut auf WhatsApp, ist er online? Man schaut bei Instagram, ach, hat er ein neues Foto hochgeladen? Und damit verbringt man Stunden. Man hört sich traurige Lieder an, man schaut sich alte Fotos an und schwelgt in Erinnerungen. Und ich glaube, und das kommt mir so krass rein, du hast diese Phase überwunden und du bist bei dir. Du hast so hart an dir gearbeitet, wieder die Königin der Stäbe zu werden. Eine Frau voller Feuer, voller Leidenschaft, die ihre Mitte gefunden hat und im Leben steht. Und es ist ja nun so, und davon bin ich überzeugt, wenn auf der einen Seite das Band, was ja zwischen euch da ist, locker gelassen wird, das spürt dein Gegenüber. Und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo hier einfach überlegt wird, wieder in den Kontakt zu gehen. So, hey, sie ist gar nicht mehr da.
irgendwie, das sind ja Energien. Merkt dein Gegenüber, okay, meine Liebste ist, glaube ich, dabei, sich von mir zu distanzieren, energetisch. Und mir kommt es hier rein so, ich glaube, ich klopfe mal wieder an. Was sind denn deine Gefühle und seine Gefühle? Mit den zwei der Stäben auf deiner emotionalen Ebene kommt mir sehr stark rein, mein lieber Löwe, meine liebe Löwin, dass du dir gar nicht sicher bist, wenn dieser Mensch sich aktuell bei dir melden würde, wie du reagierst. Wärst du doch vielleicht vor einem Monat noch vor Freude in die Luft gesprungen, bist du hier schon ein wenig verhaltener. So kommt es mir rein und überlegst, wie du damit umgehen sollst. Und genau darüber machst du dir Gedanken. Du hast auch Sorge, glaube ich, dass dass eine mögliche Kontaktaufnahme, vielleicht fühlst du das sogar, dass es stattfinden wird, deine ganze Stabilität wieder über den Haufen wirft. Dass das, was du dir aufgebaut hast, dass dieser Mensch das schafft, durch eine Nachricht, durch ein Treffen zunichte zu machen. Einfach, weil ihr in der Vergangenheit emotional so stark miteinander verbunden wart. Und dieser Mensch das mit dir machen kann. Dein Gegenüber, die Gefühle, die werden hier aktuell nicht zugelassen. Ich nehme hier einen Mann wahr. Oder wenn du als Mann zuschaust, münze es dir bitte um. Aber ich lege aus der Sicht einer Frau, die hier auf einen Mann schaut. Ich nehme hier einen Mann wahr, der seine Gefühle nicht zulässt, hinter Mauern versteckt, weil sein Fokus auf etwas anderes gerichtet ist, nämlich auf diese Münze. Das kann alles Mögliche sein. Das kann der Job sein, das kann eine bei diesem Mann bestehende Partnerschaft sein, das kann Familie sein, das können Verpflichtungen sein, das kann Geld sein. Ich nehme aber hier wahr, dass dieser Mann, dass diesem Mann Stabilität sehr wichtig ist, Geld sehr wichtig ist, Materialismus, ein materialistischer Mensch, ein geerdeter Mensch, möglicherweise ein Erdzeichen. Dieser Mann hat den Fokus auf diese Münze gelegt und dieser Mann ist gerade emotional, ich sehe hier keinen Kelch, emotional gar nicht wirklich verfügbar. Gefühle wurden weggepackt, hinter Mauern. Fokus auf diese Münze. Und im Kopf hat er dich. Die Königin der Schwerter, die ihm aktuell die kalte Schulter zeigt, die ihr Herzchen auch weggesperrt hat. Aber nicht, weil dein Fokus woanders drauf ist, sondern weil du dich selber wiedergefunden hast. Und das ist das, was ich hier gerade eben sagte. Man macht sich darüber Gedanken. Auch wenn man gerade thematisch vielleicht bei dieser Münze ist, macht man sich darüber Gedanken und denkt sich, hey, die meldet sich überhaupt nicht mehr. Da kommt gar nichts mehr. Gar nichts, gar nichts. Und was ist denn da los? Die ist so kalt geworden. Die Energie hat sich verändert. Und man macht sich hier schon Gedanken. In deine Richtung zu gehen, einen neuen Weg mit dir zu ebnen, in einer unfassbar langsamen Energie. Es ist einem hier auch etwas klar geworden. Vielleicht auch, dass man sich in der Vergangenheit nicht so gut verhalten hat dir gegenüber. Aber
Das kommt mir hier sehr stark rein. Man macht sich Gedanken über eine mögliche Kontaktaufnahme. Ob sie aus dem Herzen kommt oder eher aus einer Verlustangst heraus, das kann ich hier nicht so genau sehen. Was ist denn deine Blockade, deine Angst und seine Blockade und seine Angst? Okay. Ja, bei dir kommt mir das ganz klar rein. Du hast dir was aufgebaut, du hast an etwas gearbeitet, du hast hier Wurzeln gesät, so Samen gesät und die haben Wurzeln gefasst. Und du hast in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten all deine Energie in diesen Wachstum gesteckt, dass aus diesen Samen nämlich etwas wächst, was auch immer das in deinem Leben ist. Das kann eine eigene Wohnung sein, ein Selbstwertgefühl, vielleicht sogar schon eine neue Partnerschaft. Und du hast einfach Angst, dass das alles wieder zerstört wird und dass es so für dich endet. Drei der Schwerter, die Karte, spricht sehr oft auch dafür, dass hier noch eine dritte Person involviert ist, bei einem von euch beiden. Seine Ängste und Blockaden. Ja, dass du auf diese neuen Ideen, auf dieses Angebot nicht eingehst, dass du dich zurückziehst, dass keine Kommunikation von deiner Seite aus stattfindet, einfach weil du in deiner Weiblichkeit angekommen bist, weil du entweder neu verpartnert bist, dein Leben voll im Griff hast. Das weiß dieser Mensch, dem ist das alles bewusst und der hat hier schlicht und ergreifend Angst vor einer Abfuhr, was sicherlich auch das begünstigt, dass sich hier nicht gemeldet wird oder nicht so schnell gemeldet wird, weil ich bin mir sicher, dass hier irgendwann, vielleicht nicht im Monat November, sondern erst im Januar oder im Februar, aber dass hier eine Kontaktaufnahme stattfinden wird. Der nächste Schritt deines Gegenübers. Was mir hier reinkommt, dieser Mensch mit dem Herrscher, das kann durchaus ein verheirateter Mann sein, ein Familienvater sein. Dieser Mann möchte diese ganze Situation zwischen euch unter Kontrolle haben. Er bestimmt, wann die Schachfigur gesetzt wird, wann der nächste Schritt gemacht wird. Du hast überhaupt keine Handhabe, das entscheidet dieser Mann. Und mir kommt sehr stark rein, dass hier eine Erkenntnis, wir hatten ja auch eben das Gericht unter dem Deck, dass hier eine Erkenntnis kommt, dass man sich ein Stück weit selber belogen hat, betrogen hat. Ich sage mal, Selbstbetrug ist auch der häufigste Betrug, den wir uns, also wir betrügen uns so häufig selber, indem dass wir Wahrheiten annehmen, die nicht unsere sind oder wir glauben, es ist unsere Wahrheit, es ist aber nicht wirklich unsere Wahrheit. Wir reden uns Dinge schön, wir betreiben jeden Tag so oft Missbrauch an uns selber, wir belügen und betrügen uns jeden Tag so oft selber. Und wenn diese Erkenntnis kommt, kann man sich aus seinen Verpflichtungen, aus seinen Fesseln, aus seinen, hier gibt es irgendwas, irgendeine Verbindlichkeit, aus seinen Verbindlichkeiten lösen und etwas wieder ins Gleichgewicht bringen. Dieser Mann, der weiß ganz genau, das ist dem zu 100% sicher, bewusst, dass er hier den Karren in den Dreck gefahren hat. Er saß am Steuer und ist falsch abgebogen. Aber auch hier ist Kontrolle ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und er bestimmt, wann, wo und wie. Was darfst du tun? Okay. Was rein?
helfen dir. Okay, mir kommt hier auch wieder wie hier oben rein mit der Zweier Energie. Wir hatten hier die Zwei der Stäbe, Zwei der Münzen. Möchtest du eine Versöhnung? Mir kommt hier rein, dass du dir einfach darüber im Klaren werden sollst, ob du dir hier eine Versöhnung wünschst. Zwar der Kelch ist für mich auch sehr oft die Karte der Versöhnung, der Partnerschaft, ob du das möchtest. Zieh dich dafür zurück, wege ab. Wege auch ab, ob von diesem, du hast diesen Mann, glaube ich, als einen verliebten Träumer in deinem Kopf, der dir immer sehr zugewandt, liebevoll war, der dir auch so ein bisschen Herz kribbeln, Bauchkribbeln beschert hat. Das war aber, glaube ich, nicht das, was du wolltest, und prüfe, ob es wirklich ein Herrscher geworden ist, ob er etwas aus dieser Situation gelernt hat, und entscheide dann, welcher Weg für dich der richtige ist. Nehme ich das Angebot an, lehne ich es ab? Mache ich ein Angebot oder mache ich keins? Ihr Lieben, die Legung war länger wie geplant. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren, und in diesem Sinne einen schönen Abend für euch.